Heute werden wir einfach geisteskranke Fails, aber auch richtig witzige Fails uns anschauen. Ihr habt mir auf Instagram alle Clips geschickt, die ihr als Fails hattet. Und ich darf sie mir jetzt endlich anschauen. Ich bin so bereit darauf. Warum so eine Art Video kommt? Ja, ihr könnt es wahrscheinlich schon sehen. Ich habe mir wahrscheinlich ein Kapselriss geholt und mein Nagel ist umgeklappt. Sehr nice für die Leute, die es auf Instagram gesehen haben. Nicht so chillig, aber ich meine, wir müssen es besser draus machen und deswegen reagiere ich auf jeden Fall auf eure Fails. Und ich hoffe, ihr seid auf jeden Fall mit dem Video drin. Und Leute, ihr seht schon, ich habe ein neues Shirt und zwar mit dem Logo drauf. Bald wird es auf jeden Fall droppen. Genaue Einzelheiten werde ich euch natürlich auch nochmal sagen. Aber jetzt meine ich, wie findet ihr es von 1 bis 10? Bewertet es mal, weil ich finde es eigentlich richtig fresh so. Aber natürlich im ersten Link in der Videobeschreibung könnt ihr euch natürlich meine Online-Shops angucken. Natürlich nicht nur die Online-Kurse, sondern auch die Artikel, die ich drin habe. Neue Farben vom Grip Tape sind bald online. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber ich möchte jetzt die Fails von euch sehen und mal schauen, was ihr zu bieten habt, was eure krassesten Fails sind. Wir fangen straight an. Mini-Ramp, Drop-In, 1/8-Trick, Drive-Flip zu. Das muss ich mir nochmal anschauen. Der Bruder macht einen Superman-Drive-Flip. Wir gucken uns nochmal an. Er droppt jetzt nochmal richtig schön rein, hat richtig viel Speed, weil er super dry und dann... Boah! Alter, nur mit dem Deck auf dem Roller, wollte ich gerade sagen. Was? Er ist original nur mit dem Körper auf das Deck gefallen. Und es gibt, glaube ich, nichts Schlimmeres, als dass so etwas passiert, Alter. Das ist echt wirklich nicht schön. Aber ich hoffe, dir geht's gut. Das hat bestimmt gut in den Rippen wehgetan. Aber wir gehen jetzt mal weiter zum nächsten Clip. Denn der nächste Clip ist aus Saarstedt. Und zwar ein Kollege von mir, und zwar Steven. Der hat in der Resi drin was versucht. Nicht im 180, sondern über die Resi-Box. Und ja, schaut mal selber, was passiert ist, weil zum Glück haben wir die weiche Resi, aber trotzdem wäre das keine Resi gewesen, dann wäre Feierabend gewesen. Er ballert schon mal backwards komplett unsere schöne Box zurück und macht einen Backflip, irgendwie Whip und oh, nur mit dem Hinterkopf aufgeschallert, Alter, bam. Das war auf jeden Fall nicht so angenehm. Trotzdem, überlegt euch mal Resi, ne? Diese Resi, für die Leute, die noch nicht in Saarstedt waren, die Resi ist wirklich sehr weich. Das heißt, wenn du dich packst, tut es wirklich nicht weh. Aber man sieht, er hat Schmerzen und das muss wirklich ein richtiger Einschlag gewesen sein. Vor allem mit dem Hinterkopf, Digga, das bockt gar nicht. Ich bin auch schon ein paar Mal im Hinterkopf da irgendwie so drauf gelandet. War nicht so cool, hat auch nicht so viel Spaß gemacht. Kann ich nicht empfehlen. Aber ja, wie man sehen kann, ihm geht's gut. Er guckt auf jeden Fall weiter und nickt nochmal, dass alles in Ordnung ist. Jetzt haben wir den witzigsten Fail, glaube ich. Wir sind im Mellow Park. Absolut schöner Skate. Finde ich richtig cool. Für einen Outdoor-Park kann man nichts anderes sagen. Aber jetzt guckt euch mal diesen Fail an. Und zwar über die Resi-Box. Da bin ich auch schon mal rübergesprungen. Es ist grauenhaft. Diese Box kann ich nicht verstehen, warum man diese so gebaut hat. Aber da kann man natürlich, weil es Resi ist, super geil Flips lernen. Er kachelt komplett an und boom! Junge, sein Scooter hat eine übelste Rakete nach oben gemacht, Alter. Yo! Und vor allem, wenn wir uns nochmal anschauen, er kachelt ja komplett an und guck mal, wie er landet. Er klappt komplett ein und ist nur auf den Kopf gelandet, Alter. Er hätte einmal nur nach oben gucken müssen, beziehungsweise nach hinten, und dann wäre nichts passiert, dann wäre er auf den Knien gelandet oder so. Aber er ist richtig noch mit dem Gefühl, mit dem ganzen Kopf nach vorne sich gelehnt. Nicht so cool gewesen. Alter, aber der Roller ist ja bestimmt so die 5 Meter hochgeflogen. Das war ja richtig, richtig hoch. Das ist das Schlimmste, was einem beim Backflip passieren kann. Deswegen Roller niemals loslassen, weil der Kollege, der es gefilmt hat, hat fast den Roller abbekommen. Wie knapp war das denn? Wir sind jetzt in einem Outdoor-Park, Steinpark. Ich hasse Steinparks, um ehrlich zu sein. Aber wir haben jemanden im blauen T-Shirt, er kachelt komplett schnell an. Und was macht er? Er macht ein Heel-Triple Rewind. Oh mein Gott, er hat den so gut gezogen, Heel Triple Rewind, zack, landet und oh mein Gott, er ist komplett umgeknickt, aber so aufs Feinste, das bockt überhaupt gar nicht. Er liegt da so, muss erstmal kurz für sich selber chillen, das kann ich verstehen, weil umknicken ist nicht cool. So habe ich übrigens meinen Knöchel gebrochen, nicht so cool. Wir haben jetzt einen Kollegen, der hat mir auf jeden Fall einen Mini-Ramp und 80-Clip geschickt und der hat mir gesagt, yo, ey, guck dir mal bitte das Bild danach an, weil ich habe da einen übelsten Faceplant gemacht, auch wenn man es nicht so im Clip sehen kann, aber er hat miesen Faceplant gemacht. Es ist zwar wahrscheinlich zu kurz geschnitten, aber guck dich einfach mal den Clip an, weil der sieht sehr schmerzhaft aus. Diesmal blauer Helm und zwar macht er einen Buttercup und... Oh ja, es ist stehen geblieben, das Video, ne? Es war schon dieser View von, ich mache jetzt ein Faceplant. Jetzt guckt euch mal das Bild an. Das hat er mir nämlich auch zugeschickt. Das sieht einfach so asozial aus. Er hat hier einfach ein Loch und dann hat hier nochmal Blut runterhängt. Ey, das ist nicht so cool. Das ist gar nicht cool. Ich möchte gar nicht wissen, was passiert wäre, wenn er keinen Helm auf hat. Deswegen immer Helm tragen. Immer, immer, immer. Schoner auch natürlich, wenn ihr wollt, ne? Aber Helm ist das Wichtigste. A und O, Helm immer tragen. In der Zeit, wo wir uns natürlich die Videos anschauen, könnt ihr euch mal überlegen, welchen Clip ihr am krassesten fandet, in welcher Minute. Deswegen schreibt es in die Kommentare. Und ich würde sagen, weiter geht's mit dem nächsten Fail. Jetzt bin ich auch gespannt darauf. Wir haben hier ein MGP-Deck. Sehr geile Marke. Fahre ich jetzt übrigens für. Für sie, die es euch nicht mitbekommen haben. Flair und... Aua! Er schreit, Bruder, er schreit noch im Hintergrund. Yo, nice, Alter. Okay, er hat auf jeden Fall den Flair wirklich gut versucht. Also der Flair sah ja gut aus und das verstehe ich wirklich an vielen nicht. Die können jetzt schon so gut auf Matte, machen es aber trotzdem weiter. Ich finde, auf Matte ist das Gefährlichste, was man machen kann. Auch wenn man in einem Schaumstoffbecken irgendwelche Tricks übt. Macht niemals Tricks mit Matte. Man kann sich einfach so leicht verletzen an diesen Matten, weil es einfach stehen bleibt und dann kippst du entweder nach vorne oder wie der Kollege zur Seite und dann absolut mit dem Gesicht auf dem Boden. Nicht so cool, empfehle ich nicht. Deswegen, wenn der Flair schon so aussieht, mach direkt einfach auf Holz. Da kann nichts passieren, da rutscht du höchstens weg. Und nicht sowas, dass du dann auf einmal gestoppt wirst und dann übelst
übelsten Körper machst und patz, Junge, Faceplant. Das wollen wir natürlich nicht, deswegen, nächster Clip, mal gucken, was jetzt kommt. Das ist auch so ein witziger Clip. Als ich ihn mir angeguckt habe, dachte ich mir so, Bro, was ist denn jetzt los? Es ist doch klar, dass sowas passiert, oder? Jetzt guckt euch mal bitte den Clip an, es ist absolut göttlich. Er fährt einfach einen Hügel runter. Und absolut Faceblank gemacht, aber so aufs Feinste. Ich verstehe nicht, was man sich dabei denkt. Wir gucken es nochmal an. Und batz, Junge. Absolut nach vorne geknallt, weil es halt so runtergeht. Und auf Rasen fährt man so oder so nicht. Das sollte ich auf jeden Fall nicht machen. Bringt einfach nichts, man bleibt nur stecken. Genauso wie der Kollege macht einfach einen Faceplant. Und zwar auf die Stelle, wo halt auch der Weg wieder anfängt. Ich weiß nicht, warum man es versucht hat, aber Faceplant des Grauens bockt nicht. Und wir gehen direkt weiter zu dem nächsten Clip, weil jetzt bin ich gespannt auf diesen Clip. Diesen Skatepark habe ich schon oft gesehen. Und zwar ist er direkt vor einem Hotel oder hinter einem Hotel. Und der sieht wirklich verdammt cool aus. Wir haben da ein richtig cooles Setup mit einer riesen Spine, mit einer riesen Quarter. Ich glaube, eine Box sogar und eine Hip. Richtig krass. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an. Und jetzt gucken wir uns einfach mal an, was genau der Bruder hier im grünen T-Shirt vorhat. Er macht sich auf jeden Fall richtig bereit. Die schreien schon im Hintergrund. Alle machen schon richtig Hype hier. Sehr gut. Okay, gut. Oh, was macht er? Was macht er? Und er macht ein Backflip. Inu, Brian? Au, au. Okay, okay. Der Fail war jetzt nicht so übertrieben. Natürlich tat er übertrieben weh, weil sein Bein komplett einmal umgeknickt ist. Aber er macht einfach einen Flip im Mudbry über die Spine. Oder Stanley Flip, besser gesagt, wenn es ein Stanley sein sollte. Aber trotzdem richtig krass, aber das hat bestimmt trotzdem weh, weil sein Bein einmal komplett in die eigene Achse geknickt ist. Aber hat ihm anscheinend nicht weh getan, deswegen nice. Weil wir natürlich gerade bei Flips sind, machen wir natürlich mit den Flips weiter. Steinpark, ihr wisst, ich hasse Steinparks, weil die einfach nur jedes Mal wehtun. Aber das hier wäre, glaube ich, der Horror für mich. Der Bruder karrt auf jeden Fall so schnell an, ja? Guck mal, wie viel Speed der Bruder nimmt. Der nimmt so viel Schwung, das geht gar nicht klar. Guck dich einfach mal an und jetzt versucht er einen fasten Frontflip raus und pur auf dem Arsch gelandet. Oh Mann, das muss doch so wehtun. Er ist nur aufs Steißbein geballert. Ich bin mir ziemlich sicher, dass er auf jeden Fall die nächsten Tage nicht gehen konnte. Weil natürlich die ganzen Steinparks nicht so cool sind, gehen wir wieder in den Holzpark. Und zwar haben wir die Wicked Woods in Wuppertal. Und da haben wir einen Clip, da bin ich auch sehr gespannt darauf. Und zwar wieder einen Parkfahrer. Wir haben aber nicht nur Parkfahrer für die ganzen Street-Leute unter euch. Kommt noch ein Street-Clip, da habe ich auf jeden Fall was für euch vorbereitet. Aber jetzt erstmal im Parkbereich, jetzt in der Wicked Woods. Also er nimmt auf jeden Fall so viel Schwung an, dass er auf jeden Fall fast ganz oben bei der Wall ist. Und er macht einen Kick-Street-Bein, Catch, Kick-Street-Bein und oh mein, warte mal, wie ist er denn mit dem Rücken? Wie hat er sich beim Rücken verletzt? Das frage ich mich. Ich dachte, er ist mit dem Gesicht auf dem Lenker geballert. Das wäre natürlich auch nicht cool gewesen. Aber das sah auf jeden Fall auch sehr schmerzhaft aus. Er macht einfach ein Kickless, Catch, Kickless und oh. Er ist auf dem Rücken, glaube ich, einfach nur so geknallt. Also ich dachte wirklich, dass er irgendwie mit dem Gesicht oder so auf dem Lenker ist. Es sah auf jeden Fall so aus. Schmerzhaft auf jeden Fall, weil ich kenne den Boden von der Wicked und die ist steinhart. Aber nicer Fail auf jeden Fall. Gut zu haben. Jetzt haben wir einen Horrorclip. Diesen Clip wünsche ich niemanden auf der Welt. Und zwar sind wir in Aurich. Step Up, ja? Und dieses Step Up ist wirklich sehr schön. Es ist halt schon so, dass man wenig, sage ich mal, fällt. Aber so wäre das auf einer richtigen Bock, wäre Feierabend. Ich glaube, so ist schon Feierabend, aber guckt euch einfach mal diesen Fail an, weil das war ein Faceplant aus dem Bilderbuch. Er kachelt an, man sieht es nicht, aber jetzt kickt es wie mein Ulf. Batz! Oh. Weg ist er! Weg ist er! Jetzt nochmal ein Stormo nochmal gucken. Und oh. Batz! Nur auf den Kopf gefallen, beziehungsweise nur aufs Gesicht. Und zwar da, wo der Helm nicht schützt. Es ist grauenhaft, wie das tun muss. Das ist wirklich der Horror für mich. Ich will das auf jeden Fall nicht machen. Er ist so toll neben das Deck gelandet, dass er halt wirklich keinen anderen Weg hatte, außer mit dem Gesicht zum Boden. Ich meine, wie gesagt, es passiert. Toi, 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 dass mir sowas nicht passiert und natürlich euch jetzt in Zukunft auch nicht. Aber wir machen jetzt weiter, denn wir haben noch einen schönen Clip. Wir sind wieder in der Sketchy Place Aschersgate Halle, beziehungsweise in der draußen Resi. Und da haben wir auch einen sehr interessanten Clip. Der ist wirklich sehr, sehr, sehr nicht schön. Einfach nicht schön. Und zwar kachelt er jetzt erstmal runter, ne? Das ist schon sehr, sehr schnell. Imu Bry und Batz Faceplant. Das ist mir 1:1 passiert auf dem GoPro-Kanal. Da habe ich über diese Rampe einen Kickless Bry Butter gemacht und habe den Kickless genauso gezogen wie er. Komplett weit nach außen, habe die Kontrolle absolut verloren und zack, nur mit dem Gesicht auf dem Boden. Aber auf der Resi ist es tatsächlich so, es tut nicht so doll weh, natürlich tut es extrem weh, aber nicht so doll wie auf Holz. Trotzdem ist es einfach nicht schön, so zu landen. Ich wünsche es niemandem. Aber wie gesagt, zum Glück war es auf der Resi und nicht auf Holz, weil sonst wäre es echt schlimm gewesen mit Zähne raus, Nasebruch oder sonst irgendwas, wer weiß. So, wir hatten leider keinen Flip-Fail mehr, deswegen muss ich euch auf jeden Fall wieder mal einen Flip-Fail zeigen. Und den zeige ich euch einfach mal direkt jetzt im nächsten Clip, weil der ist wirklich schön. Er versucht Flair, aber auf eine ganz komische Art und Weise, was aber auch cool ist. Er ballert an und aus der Mini-Ramp, bam, Junge! Oh, ja! Es muss so wehtun, er ist nur auf den Rücken geknallt. Ey, das kannst du keinem erzählen, wie weh das tun muss. Das muss der Horror sein. Es ist ungefähr wie der Backflip vorhin im Meadow Park. Er schießt ihn komplett nach oben und es ist wirklich absolut gefährlich, ihn so hoch zu schießen, weil er könnte wieder so auf deinen Kopf fallen oder auf irgendwo drauf, auf deinen Körper. Und er knallt so weg auf den Rücken, einfach nur auf den Boden und das muss so schmerzhaft sein. Das muss der Horror sein. Aber witzig, dass er das so einfach versucht. Habe ich auch noch nie gesehen. Bin ich kreativ. Vielleicht hat er ihn noch geschafft, vielleicht auch nicht. Du kannst mal in die Kommentare schreiben, ob du ihn geschafft hast oder nicht. Aber ich hoffe es auf jeden Fall für dich. Wir haben jetzt Skills Park Step Up und zwar ballert er komplett an und er macht einen Buttercup to Buttercup und... Junge, nein. Alles gut? Digga, er ist komplett knock.
Es wäre gar keine Chance mehr. Er hat gar nichts mehr gecheckt. Er ist direkt aufgekommen und zack. Und der Bruder im Hintergrund sagt Folgendes. Alles gut, Digga. Ganz normal. Er liegt da, bewegt sich nicht mehr und er fragt, ob noch alles gut ist. Das ist ein absoluter schlimmer Fail. Und auch wenn es ein Setup ist, man fliegt ja wirklich sehr hoch. Ich kenne das selber. Ich war letztens da. Nicht so schön, aber machen wir weiter mit dem nächsten Fail. Wir haben hier ein 180-Clip wieder. Und zwar ein Double Overhead. Oh, ah. Au, ah, okay, das war wirklich nicht so schön. Das war echt schmerzhaft. Er macht versucht einen Whip Front Ingo Bry. Und das finde ich beim Double Overhead am ekligsten, wenn du einen Ingo Bry als letzten Trick machst, dass du halt dann so hängen bleibst. Und er ist komplett dann einfach mit dem Ellbogen einfach auf den Lenker gefallen. Und das bockt überhaupt gar nicht. Trotzdem, hoffentlich hat er ihn geschafft, weil ich bin mir ziemlich sicher, der sah schon echt gut aus für den Ansatz. Whip Front Ingo Bry, sehr krasser Trick, aber leider auch sehr schlimmer Fail gerade gewesen. Jetzt kommen wirklich interessante Fails, denn wir haben jetzt einen Skatepark, wo man halt wirklich sich sehr schnell failen kann, wo man aber auch krasse Bangers landen kann. Und weil das Fail-Video ist, ihr wisst, jetzt kommen die Fails. Wir sind jetzt in Area 51, in der Skatehalle. Die Resi ist wirklich grauenhaft groß. Deswegen guckt euch mal den Fail an. Deswegen gucken wir uns einfach mal zusammen den Fail an. Wir haben jetzt hier komplett nimmt das Speed. Er versucht ein anderes Kick des Late Whip. Oh! Und er ist nur mit dem Körper wieder über den Roller rübergerollt. Das ist gar nicht cool. Es bockt gar nicht. War jetzt nicht so extrem schlimm wahrscheinlich, wie ihr es vorgestellt habt. Aber es ist wirklich schlimmer, als es aussieht. Tatsächlich. Es tut einfach viel mehr weh. Weil ich unbedingt einen Streetclip haben wollte, haben wir jetzt noch einen Streetclip reingeholt. Und zwar ein richtig steasy Fahrer. Und das sieht echt cool aus, was er macht. Aber leider hat er sich ganz, ganz schlimm gepackt. So, wie man es sich wirklich nicht vorstellen möchte. Das Schlimmste, glaube ich, eines Streetfahrers. Wir schauen uns einfach mal den Clip an. Guck mal, er fällt richtig steasy. Er macht so einen nicen, keine Ahnung, was für ein Stall das war. Bar, Backflip und... mit dem Rücken einfach komplett sich aufgespießt. Guck mal, wie steasy er fährt. Er macht diesen Stall ganz locker, macht dann einen Barlip und rutscht weg und zack. Oh, ich habe das erst nicht auf den ersten Blick gesehen. Aber dann ist er wirklich mit dem Rücken einfach komplett an die Kante komplett gegengeballert. Junge, tut das weh, Alter. Wir wollen aber natürlich wieder Parkclips sehen, deswegen Parkfails, let's go. Wir haben jetzt Fireout und Kickless, Late Whip. Warte mal, was? Das habe ich jetzt gar nicht gecheckt. Müssen wir noch angucken. Er fährt raus, Kickless, Late Whip und... oh, er ist richtig mit dem Gesicht einfach, beziehungsweise mit seinem Mund komplett gegen den Lenker geschallert. Okay, das bockt wirklich überhaupt nicht. Das kann er froh sein, dass keine Zähne raus sind, wenn keine Zähne raus sind. Aber ein cooles Deck, MGP-Deck, sehr cool. Weiter geht's. Ich dachte erst, das ist Mellow Skatepark. Sah auch tatsächlich auf den ersten Blick so aus. Er kachelt auf jeden Fall sehr, sehr, sehr schnell an und das sieht wirklich cool aus, der Skatepark. Wir haben einen Whip, Rewind, Rewind, Kickless und... das ist schmerzhaft. Das bockt wirklich überhaupt gar nicht. Es macht gar keinen Sinn, so zu landen. Es macht auch gar keinen Spaß, so zu landen, weil es wirklich der Horror ist. Du landest mit deinem ganzen Körper auf deinem Roller und das ist das Schlimmste, was einem passieren kann, gefühlt. Außer, wenn der Roller noch auf dir fliegt. Das wäre natürlich auch nicht so schön. Diese Skatehalle, die nächste, ist eigentlich gar nicht so ein krasser Fail, aber ich wollte euch mal kurz was zeigen zu dieser Skatehalle. Ich zeige die euch erstmal. Und zwar sind wir jetzt hier von der Spine aus dem Dings in Ingo Bry, aber gut. Die Gabel ist danach gebrochen, meinte er, also die ist dann komplett vorbei gewesen. Aber diese Skatehalle, das ist einfach Hearts Roll in Halberstadt, glaube ich. Und da habe ich meine allerersten Flips gelernt. Ich habe Frontflip ohne Fastband über die ganze Box gemacht, Backflip Flyout gemacht. Und dass überhaupt noch so welche Leute in diesem Skatepark fahren, finde ich krass. Und ich schwöre euch, und diese Quarter im Hintergrund ist die schönste Quarter, die man fahren kann. 100 Pro, da kann man so geile Airtricks machen. Aber komm, wir machen jetzt weiter, ihr wollt Fails sehen und ich habe Fails für euch. Er sagt sogar noch am Ende, es ging so auf das Deck, aber im Endeffekt hat er mir nochmal geschrieben, Bruder, die Gabel ist durch. Wieder Flyout, Ingo Bry. Genau das gleiche. Das muss so wehtun. Hätte er keinen Knieschoner, er wäre nur auf die Knie gefallen und das wäre Feierabend gewesen. Aber das hasse ich an Ingo Bry. Man bleibt manchmal hängen mit dem vorderen Fuß und dann macht man einen Körper und das war's. Keine Chance, kommst nicht mehr raus. Du musst dich packen. Genauso wie bei dem Clip. Aber ich hoffe, dir geht's gut, Bruder. So. Elfie, du schaffst das! Du schaffst das, komm. Für David? Und Elfie Bar und? Yo! Nice, Alter. Ich weiß nicht, was er gesagt hat. Entweder hat er gesagt Ente zu ihm. Ente, du schaffst das. Und dann für David, auf jeden Digga. Nicht so schöner Fail, aber ganz schön witzig. So, wir haben jetzt den gleichen Skatepark, glaube ich, wo wir vorhin waren. Kickless und... was zum Teufel ist da gerade passiert? Er macht einen Kickless Flyout. Setzt er sich auf die Break? Ich glaube schon, ja. Also er macht auf jeden Fall gutes Hohlkreuz, aber es sah jetzt für mich nicht aus, als wäre er auf der Break oder so. Aber es sieht auf jeden Fall schmerzhaft aus, so wie er streicht. Aber ich habe es nicht gesehen, dass er sich gepackt hat. Also ist er jetzt wirklich mit dem Arsch irgendwie auf die Break gelandet oder was? So, was haben wir jetzt? Kickless Spine. Oh mein Gott. Oh. Ja, was ist mit Carsten los? Der hat ernsthaft gefragt, was mit Carsten los ist? Alter, der Fail ist wirklich grauenhaft. Guck mal, er zack, umgeknickt. Ich bin mir ziemlich sicher, entweder Knöchelbruch oder Bänderriss sogar. Ja, er betet so dolle, dass einfach nichts passiert ist mit seinem Knöchel. Ne? Oh mein Gott, das sah auch echt schmerzhaft aus. Jetzt sind wir in der Skatehalle. Ich glaube, das ist die Skatehalle Trier. Glaube ich, oder? Schreibt mal in die Kommentare, wenn es die Skatehalle ist. Aber da versucht er einen coolen Fail und es sieht wirklich... ey, er versucht einen coolen Fail. Er versucht einen coolen Trick und dabei entsteht ein richtig witziger Fail. Und zwar macht er einen Umbrella 180. Ganz schön. Und, batz, Junge, eingeklappt wie ein Messer.
zack, ging gar nicht klar. Natürlich haben wir einen Clip nochmal aufs Darstellt, weil da passieren natürlich die Bangers und natürlich auch die schlimmsten Fails. Und guckt euch mal diesen Fail an, weil der ist absolut witzig. Ich musste so lachen, als ich den gesehen habe. So, er kämpft an, Whip, Double Rewind, Kicklist, schafft den und dann... War so klar, ich wusste es. Er macht kompletten Körper in die Steine. Das sind Steine, wo er landet, ne? Das ist nicht normal. So schlimm. Kann gar nicht schlimmer sein. So, natürlich, das Beste kommt zum Schluss und zwar von meinem Kollegen Tim. Er hat mir einen Fail geschickt. Das ist aus seiner letzten Insta-Edit und den Trick habe ich ihm sogar gecallt, ein Finger-Rotor Whip. Und guckt euch mal an, was am Ende passiert, weil das ist nicht so schön gewesen. Der Bruder kachelt auf jeden Fall an. Finger-Rotor, zack, okay, und dann batz, Lenker in die Eier. Aber so aufs Feinste, checkt einfach so als Schmerz. Er sagt gar nichts, er hat einfach nur seinen Mund richtig weit offen. Wenn man das in Slow-Mo sich anguckt, bam und Lenker komplett in die Eier. Aber so aufs Unerwartete. Okay, er hat es gar nicht gefallen. Man sieht es auf jeden Fall. Ihr schreibt auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr den. Ich schreibe auf jeden Fall jetzt schon mal in die Kommentare, wie ihr das Video fandet und was für ein Fail ihr am schlimmsten fandet. Weil ich fand wirklich so viele Dinge so krass. Und wenn ihr den zweiten Teil sehen wollt, schreibt auf jeden Fall in die Kommentare. Oder ob ich vielleicht eure besten Tricks ergehen soll. Ich würde sagen, checkt natürlich erst den Link in der Videobeschreibung ab für die anderen Sachen. Danke natürlich an jeden, der mir die Clips geschickt hat. Und vielleicht seid ihr im nächsten Video dabei. Also checkt auf jeden Fall erst den Link in der Videobeschreibung ab für die Merchandise-Artikel. Natürlich ist das T-Shirt noch nicht draußen, aber ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Video. Habt noch einen geilen Tag. Peace, Leute!